Ja, grüße dich. Mittwoch, eine Minute Beweglichkeitsflow-Time. Und heute machen wir deine Oberschenkelrückseite beweglicher. Ich bin der Tobias von deinefaszien.de. Das ist die Methode, um einfach deine Lebensqualität zu verbessern. So, ich wurde gefragt, Tobias, letzte Woche unter einem Video, zeig doch bitte mal was für die Oberschenkelrückseite. Und das mache ich dann heute direkt und ich packe es direkt in diesen eine Minute Flow rein. Ja, vom Ablauf her, wir machen das jetzt gleich eine Minute, damit du mal auch den Effekt wieder siehst, machen wir auch direkt mal einen Test wieder, Vorher-Nachher-Test, mach direkt am besten mit. Und zwar beugst du dich in einem Ganzen einmal runter und merkst du ungefähr den Punkt, wie weit du gekommen bist. Wenn du jetzt mit den Fingern oder mit den Händen schon ganz runter kommst, dann schau mal, wie sich das so anfühlt, spür mal in deinen Körper hinein, weil dann wirst du trotzdem noch eine Veränderung spüren mit dieser Übung. Ich empfehle die Übung barfuß zu machen. Ich habe jetzt hier kurz Schuhe angezogen, aber machst du einfach barfuß, dann hast du den größtmöglichen Effekt daraus. Folgendermaßen, dann geht es auch schon los. Ich erkläre sie erst einmal und dann kennst du das ja, machen wir die eine Minute lang. Und zwar, wir machen erst eine Vorbewegung. Das heißt, du schiebst dein Becken hier nach vorne. Wir wippen mit dem Becken. Ja? Achtung darauf, nicht den Oberkörper nach hinten reißen, sondern nur das Becken nach vorne schieben. Und dabei runtergehen. Der Oberkörper bleibt hier schön gerade. Ja? Zwei, dreimal. Dann ein Bein nach vorne stellen und die Hände hier links und rechts reindrehen. Ja? Und dann vor und zurück gehen. Das Bein wieder nach hinten nehmen. Wieder hier mit dem Becken arbeiten. Dann geht das andere Bein nach vorne. Fußspitze hoch. Knie ist gestreckt. Und dann hier. Zack, 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 zack. Das ist der Flow und den machen wir jetzt. Ja? Ich muss mal kurz meinen Timer wieder stellen. Hup, muss ja erstmal eine Minute hier. So, bist du bereit? Ich drehe mich einmal so hin, dass du mich siehst von vorne. Und ja, na, bereit machen und Action. Becken, zack, 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 zack. Wieder hochkommen, Becken, anderes Bein. Schön atmen dabei. Du merkst schon dabei, dass du immer schon weiter runterkommst hier. Und das ist auch unterschiedlich, zieht, je nachdem, wie du hier die Hände hältst, ob reingedreht oder rausgedreht. Das hat schon einen enormen Einfluss auf deine Oberschenkelrückseite. Ja, du ziehst dich immer so weit, wie du kommst. Wenn du hier runterkommst, ziehst du dich nach da. Und da ist die Minute schon vorbei. Ja, und jetzt mal die Frage, wie fühlst du dich jetzt aktuell? Auf jeden Fall schon lockerer und beweglicher. Auf jeden Fall, oder? Also ich mache jede Wette. Ansonsten, wenn du jetzt dich eher zugezogen fühlst, dann heißt das, oh, du hast dann richtig Bedarf. Dann hast du aber noch nie Übung von mir gemacht. Weil wenn du schon mal Übung von mir gemacht hast, kennt dein Körper das. Und dann ist es nicht so dramatisch. Wenn du es aber allererstes Mal machst, ist es so, dass sich dein Gewebe danach so ein bisschen zusammenzieht und dein Nervensystem auch überfordert sein kann. Und das ist der Grund sein kann, warum du dich dann zugezogen fühlst. Das ist aber nur nach dem ersten Mal der Fall, wenn es überhaupt so ist. Ansonsten fühlt sich einfach rundum wohl, erleichternd und vor allem befreiender. Dann machen wir nochmal den Test. Nochmal Knie durchdrücken und im Ganzen nach unten schauen. Ja, also selbst ich komme jetzt sogar lockerer mit der Handinnenfläche nochmal runter. Ja, und du wirst auch festgestellt haben, dass du nur mal ein Stück beweglicher bist. Manchmal ist es sogar so ein Stück, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist. Manchmal ist es so ein Stück. Deswegen ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Habe ich unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Aber auf jeden Fall, was ich immer gemacht habe, die Beweglichkeit hat sich bis jetzt bei jedem verbessert. Und diesen Test, den mache ich auch bei Firmen. Also wenn ich zum Beispiel zu Firmen gerufen werde und mit den Leuten loslege und das erste Mal mit den Leuten loslege, habe ich immer super viele Skeptiker dabei, was auch gut so ist. Und da mache ich immer halt Test, wo ich die Skeptiker alle mitkriege, weil ich mache vorher Test und mache die Tests hinterher nochmal, damit die
Die Skeptiker nicht zu so sagen, ja, jetzt hast du zufällig das getestet und das ist jetzt bewegt geworden, aber wie ist es mit den anderen Bereichen? Deswegen mache ich verschiedenste Tests, die alles testen, die Stabilität, die Beweglichkeit, ja, Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule, Beweglichkeit im Nacken, und die testen wir hinterher wieder und in einem Test sind die Leute immer besser zu vorher, egal wo ich hingefahren bin. Ja, und ich habe mittlerweile, war ich schon bei sehr vielen Firmen und habe sehr viele Vorträge auch gehalten. Also da habe ich schon auch gute Erfahrungswerte, wo ich mittlerweile darauf gut zurückgreifen kann. Und deswegen weiß ich, dass es auch dir hilft. Ja? So, wenn du jetzt Rückenschmerzen zum Beispiel hast, dann ist auf jeden Fall Oberschenkelrückseite ganz, ganz wichtig. Dann würde ich dir diese Übung empfehlen. Aber nicht nur diese Übung, du musst deinen ganzen Körper bearbeiten. Und wenn du jetzt sagst, Tobias, ja, ich will jetzt mal so eine richtige, glasklare Anleitung haben, so Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, wo ich durchgeführt werde, wo ich mir keine Videos zusammensuchen muss, wo ich einfach alles auf dem Silbertablett serviert bekomme. Kein Thema, kannst du haben. Habe ich mittlerweile eine Online-Lösung kreiert. Ich habe ein Online-Programm, nennt sich Remove Your Body, wo du genau das vorfindest. Und da findest du vor allem nicht nur Übungen, da findest du vor allem ja, die Komplettlösung. Also, weil ich habe einfach auch gemerkt, dass es nicht nur ausreicht, irgendwelche Übungen zu machen, wenn man Schmerzen hat oder sich unwohl fühlt. Weil auch hier das Mindset, die Denkweise, der Kopf eine Rolle spielt. Und das ist ebenfalls damit dabei. Dann spielt die Ernährung eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es um Schmerzen geht. Ja, das ist auch mit in diesem Programm dabei. Du kannst einfach Folgendes machen. Ich packe mal den Link hier unter der Beschreibung mit rein. Dann kannst du einfach mal da draufklicken und dir einfach mal das in Ruhe durchlesen und dann für dich entscheiden, ob es was für dich ist. Und ich sage auf jeden Fall, es wird deine Lebensqualität verbessern und vor allem nicht nur verbessern, dramatisch verbessern. Weil dafür steht ja deine Faszien, sage ich auch immer am Anfang, ist einfach die Methode für mehr Lebensqualität. Und somit schließe ich jetzt auch heute. Das war quasi der Mittwoch, der eine Minute Beweglichkeitsflow. Mich würde es freuen, wenn du einen dicken, fetten Daumen nach oben machst. Diesen Kanal abonnierst, wenn du es nicht getan hast. Warum? Weil jede Woche Mittwoch, jede Woche Freitag, jede Woche Montag neue Videos auf dich warten mit sehr vielen geilen Übungen, sehr viel Content für dich, die du nirgendwo anders findest, für die du nur hier bei deinen Faszien findest und vor allem Übungen, die wirklich den Unterschied ausmachen. Das ist kein blödes Gefase oder dummes Gelaber. Das sind wirklich Übungen, die sich in der Praxis bereits bewährt haben, ja, bei meinen Kunden im Fitnessstudio, bei meinen Kunden im Privattrainings oder auch bei meinen Firmenkunden, wo ich in die Firmen reinfahre und dort die Mitarbeiter fitter mache. Und alle sind jedes Mal begeistert, wenn ich komme. Ich werde teilweise schon sehnsüchtig erwartet, weil ich war zum Beispiel in der Firma mal, jetzt sind ja wieder seit 2 Wochen, sind hier, oder 3 Wochen schon mittlerweile, sind die Ferien ja vorbei und da habe ich in vielen Firmen haben dann quasi gesagt, ja, wenn meine Mitarbeiter sind jetzt alle im Urlaub, dann macht es keinen Sinn, dass du kommst. Also habe ich dann quasi 6 Wochen bei vielen Firmen frei gehabt und dann haben die Mitarbeiter, die haben sehnsüchtig auf mich gewartet, weil sie einfach weil ihnen was gefehlt hat, ja, weil sie gespürt haben, was sich mit meinen Übungen an ihrem Körper verändert. Und wie gesagt, das kannst du auch haben. Lösung findest du in der Beschreibung. Und ansonsten Kanal abonnieren. Hier findest du jede Woche super geniale Übungen. Also bis dahin, dein Tobias.